herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron. Wieder mal mit allen. Hallo. Wer ist denn alle? Das war mein Gedanke danach. Wer ist alle? Das ganze Team COWD oder was? Jawohl. Ich hab gar nicht gedrückt, Hacker. Geh mal. Okay. Ausnahmsweise. So. Ja, bei mir schon erkennt, ich betreibe eine leichte Aufrüstung wegen meines Cheats. Dein wie wir Cheat alle MLG wissen. Hack 3000 ja. Oder so. Wir wissen ja alle, wenn wir mal das Geschichtsbuch aufschlagen, 1941 hat der liebe Herr Hitler mich überfallen und deswegen muss ich dem Ganzen so ein bisschen entgegentreten mit Stahlkappenschuhen. Ja, S3-Schuhen, die haben natürlich auch noch Stahlsohle. Aber das ist privat. Da sitzt der Experte, bitte. Wer so Schuhe halt haben will, fragt Max in die Kommentare. Ja, genau. Wer so Schuhe haben will. Alter. Dein Ernst. Wenn man erstmal da wäre, fände ich es schon geil. Aber das ist privat. Wer Max seine Schuhe hat, auch in die Kommentare schreiben. Genau. Ah, nicht mehr als 140 Zeichen. Wer ist das dort? Also ich mach's nicht. Was ist denn? Johannes, warum hältst du nun wieder mal die Zeit an? Mach ich gar nicht. Oder ja, doch. Machst du selbst? Mach ich gar nicht. Ja, das Thomas, halt im Unterbewusstsein. Hä, wie geht das? Was sind das für Knopf? Mein mystischen Blick oder so. Sinnloser Knopf, Vorsicht, sinnlos. Klick, klick. Ja, ich find's lustig, dass Spanien da unten nicht Gibraltar angreift. Die haben viel zu viel Schiss. Trauen sich nicht, die haben Angst. Ja, achso, die fighten ja immer noch gern und die. Ja. Ich find's lustig, dass sich Franco einfach nicht ganz Spanien genommen hat. Ja, wenn ich schon im Krieg bin, dann mach ich das auch gleich. Aber ich warte doch nicht extra, hallo. Du für Belegenheit, komm schon. Ja. All ein Uhr pro Monat. Yeah. Geht immer schneller. Ja. Ja, das wenn mein neues Schlachtschiff oder nee, mein neuer schwerer Kreuzer fertig ist. Ja, stimmt, da wollte ich mal gucken wegen. Die brauchen wir dann eigentlich nicht. Die Klasse. Die Reihe lassen wir aus, wir machen nur die hier. Schade. Rein theoretisch brauche ich eine Reihe nicht. Die lasse ich einfach aus, die. Ey, in Großbritannien regnet das. Ding, oder ja, vielleicht mache ich sie doch einfach just for fun. Wann regnet es nicht in Großbritannien? Dann, wenn es nicht regnet. Wenn der Regen fällt, halt's Maul, es regnet nicht. Ja. Ja, 5 Minuten später regnet. Hey, wo hast du gecallt? Ja. Don't call it maybe. Oh Mann. Ist klar. So, here's his number. Ja. Dann machst deinen Regenschirm auf, hey. Nicaragua heißt neutrales Nicaragua. Ach, Ragu, ja wie. Hula, 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 hula. Hula, 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 hula. Okay. Ja, Max heißt noch eine Hula, hula, hula. Genau! Zementa. Komm schon. 22 Tage, es wird doch hier wohl noch was. Nein. So. Mein Elite-Trupp. Elite-Trupp. Oh, meine erste Atombombe ist fertig gebaut, nein, Spaß. Nein! Nein! Oh mein Gott! Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bei dumm. Genau. Die ist bestimmt jetzt auch in Lilliput.
Wie bei Gullivers Reisen, die ist noch ins Bermuda-Dreieck geflohen und dann hier Lilliput, weg war sie. Hoch lebe Lilliput, hoch lebe Lilliput. Alles klar. Was hast du dazu zu sagen, Bestie? Oh mein Gott, wo ist der Flugzeug? Oh Mann, ey. Sicher doch, sicher doch. Alles klar, Mister, weißt du? Natürlich. Ja, weißt du? Ey. Stell dir mal vor, ja, das gäb's wirklich, ey. Geh doch. Das wäre voll geil, Mann. Was denn? Lilliput. Wenn du da so bei Mutter 3, weißt, gehst da hin, dann bist du bei denen und gammelst bei denen ab. Wäre bestimmt voll toll. Ja. Hashtag LOL, voll toll. Deutsch-sowjetischer Vertrag. Scheiß auf Faschisten. Entwickeln sie Neuseeland. So. Positive Heldentum. Würde ich sagen, die. Hallo, Polen. Die Aufrüstungsbemühungen. Ist ja eigentlich noch mehr. Da ist Chinesen. Ja, ja, hier. Die Marcos und Polos hier. Nein. Flüge über die Polroute. Yes! Und dann lasse ich jetzt nämlich die wunderschönen. Alter, what the fuck? Wer ist? Yes. Ich kann ja bei Bestärken sie Monroe-Doktrine, kann ich jetzt verschiedene Doktrinen machen, ja? Das hat alles damit zu tun, dass sie amerikanischer, dass der amerikanische Einfluss krass wird. Und zum Beispiel den meisten Staaten dann eben, wo das sind, die meisten Ländern dann eben. Die Demokratie oder die ideologische beeinflusst wird. Richtig geil. Nett. Ist ja idiotisch. Ich muss gerade überlegen, welche ich mache, weil ich habe hier im ersten habe ich. Ich kann ja glaube ich immer bloß einen machen oder kann ich alle machen? Ich glaube ich kann alle machen. Wenn man welches auswählen. Ich glaube ich kann alle machen. Das ist dann. Warte mal, ich helfe dir. Was meinst du? Bestärken Sie die Monroe-Doktrin ist ganz rechts. Dann habe ich 4 Stück unten dran als Auswahl, aber ich glaube, ich kann alle machen. Was? Monroe-Doktrin. Achso, ja, Monroe. Ja, ne? Zentralamerika, karibische Dinge. Ja, das hat der Einfluss in diesen ganzen Ländern steigt, ne? Ja, mach ich erstmal Kanada und Mexiko. Nachbarn. Ja. Ja. Hey, komm, ey. Voll geil. Bin ich gut. Alles, was krass ist, muss her, ne? Das kürzeste ist 78 Tage, dann habe ich Wartungskompanie fertig. Was machen wir dann als nächstes eigentlich? Weil die muss ich ja auch ein bisschen stärken, die ganzen Leute, Lies. Und das wollte ich vorher sowieso gucken und das habe ich wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Flak oder Artillerie machen soll. Wenn dann eher Flugabwehr, weil Panzerabwehr werde ich wahrscheinlich eher nicht so brauchen. Wenn dann eher Flak. Du musst das halt in die Dinge reinbauen dann, ne? Also wenn du dann Punkte für deine Divisionen hast, musst du halt die Flak dann rein tun, weil sonst baust du sie ja wieder umsonst. Ja klar. Wenn dann brauche ich ja die Flak eben, dass ich dir wieder auf mein Midway und so drauf hau, dass die scheiß Japaner keine Chance haben. Ich glaube, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Das ist mein Midway. Das gehört mir. Also das eine Flak hat mit der anderen Flak nichts zu tun. Die auf mobile, die hat nichts mit der zu tun, die du aufstellst. Weil die mobile, so, ja, die... Stimmt, ja, die kannst du überall mit den schieben, stimmt. Die mobile, ja. Die tust du dann zu den Divisionen mit rein. Ja. Da brauchst du die für. Das stimmt, ja. Die andere, die rüstest du einfach auf wie eine Fabrik, fertig. Artillerie könnte ich höchstens machen, weil Pack brauche ich, Panzerabwehr brauche ich nicht, würde ich sagen. Dann mache ich eher, dass ich auf
Artillerie gehe, dass ich da dann auf Raketenartillerie kann. Das wäre höchstens sinnvoll. Was? Was will der? Fehlende Ausrüstungsproduktion. Was will denn der jetzt? Der ist mir wieder, ist mich voll wieder am Abnerven. Wie ging denn das nochmal weg? Was denn? Web halt drüber und schau, was du brauchst. Also, Marinebomber brauchen wir mehr. Das können wir mal zurückstufen. Das können wir wieder aufstocken. Ja, irgendwie, das ist gut übersichtlich, aber irgendwie, wenn du halt bessere So. Hilfe brauchst, musst du halt warten, bis dieses Ding halt ausklappt, ne? Das ist halt immer nicht so cool. Ne, ich hab's jetzt mal ein bisschen verbessert, mal schauen, ob mir jetzt nicht mehr so auf den Sack geht. Jetzt sind es 2,10 pro Woche. Oder kann ich schon wieder ein neues reinhauen, Flugzeug? Eigentlich schon, ne? Hier trägermäßig. Ja, genau. Warte mal, wen haben wir denn? Ja, die ist doch auch Träger. Träger unterstützt. Ja genau, dann kann ich die PÖ-40 einfach reinklatschen mit. Halt das immer. Nehmen wir den mal raus. Kriegt der mal alles weg. Tun wir einfach setzen durch den da. Genau. Dann haben wir die wieder rein. Dann haben wir 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gegeben. Was hat er jetzt fertig gemacht? Irgendein Schiff hat er, glaube ich, gerade fertig gemacht, also keine Ahnung. Im Moment machen wir gerade die Yorktown-Klasse. Genau. Schwere Kreuzer. Wie kriege ich eigentlich? Oh, einer bloß pro Jahr. Habe ich noch Meine. Schiffe, die man dann erforschen kann, wo zweiter Klasse sind? Na, da habe ich auch gerade einen. Submarine-Class höchstens. Ich muss auch nicht aufrüsten, was das angeht, irgendwie. Okay. Irgendwie, ich habe irgendwie viel zu wenig mal Marine Industrie. Paar Kreuzer machen. Das sind sogar Wie lange relativ. dauert es bei dir, so ein großes Schiff zu bauen? Hast du schon einen Warte. Kreuzer oder so einen größeren? Wie lange dauert es bei dir? Also ich habe jetzt einen Flugzeugträger Wie mit lange dauert der? 1, 2, 4, 6, 8, 10 Schiffswerften, wo eben da drauf sind. Ja, ist in Ordnung. 1,15 pro Jahr und jetzt habe ich einen Zerstörer mit genauso viel und noch zwei dazu mit 1,24 pro Monat. Und Schlachtschiffe habe ich bis jetzt noch keine in Ding reinkaut. Ja, ist in Ordnung. Schlachtet euch mit China. Juckt mich nicht. Lachte fest. Mal rüber gucken, wie die sich aufs Maul hauen. Machen sie nämlich gleich. Ja. Ja, da oben fangen sie schon an. Hier hauen sie sich schon auf die Fresse. Aufrüstungsbemühungen ist am Start. Wo ist denn eigentlich die Mongolei? Dann wäre ja irgendwie auch die chinesische Mauer. Keine Ahnung, ob die dabei ist. Ich weiß eben nicht mehr, was die Mongolei. Ich glaube, das da oben war die Mimmel dabei. Xibei Sanma. Ich glaube, das war die Oben Mongolei. FA. Also ich weiß, das war unter Russland, das weiß ich. Mongolei ist direkt schon da, ne? Mongolei ist das Land, ne? Mein ich ja. Aber wo ist die Mongolei? Was ist das? Wo alliiert steht. Mongolei steht dann direkt da, ne? Wo denn? Bei Tan Tuwa und Xinjiang da. Das Grüne. Xinjiang und Mantua, hä? Max, Okay. du siehst doch Japan, ne? Ja. So. Und das obere links davon. Da grenzt Mongolei dran. Ja. Direkt unter Johannes. Genau. Ach, das Sieht ist die es. Mongolei. Die wird bei mir als Namen gar nicht angezeigt. Da steht kein Name bei mir drin. Musst rauszoomen, dann siehst du sie. Nee, ja, ich sehe sie, aber da steht kein Name bei mir. Da steht nicht Weiß. Mongolei im Land drin, wie bei anderen. Da steht Da einfach steht. nichts drin. Das ist.
Sieht bei mir aus, als wäre es irgendwie zu Johannes dazu. Okay, wenn ich rauszoome, sehe ich den Namen. Ja, läuft bei euch. Oh, der mit seiner Regierung, Alter, gehen wir dann auf den Sack. Ach, Max wird wahrscheinlich Bündnisse Ding drin haben. Ja. Klick mal da aufs Männchen da auf Standard-Kartenmodus. Ja. Ah! Ja. Jetzt sieht's schon wegen anders da aus. Ja, ja, ne? Was hast du als Aufnahmeding? F6, oder? Nein, F9. Also ja, das ist die ganze F-Reihe, das aktiviert diese kleinen Kästchen da rechts daneben, neben diesen Anzeigetasten. Ach ja, das cool. Das passiert bei mir auch immer, wenn jetzt ich... Jetzt ist es auch ein bisschen farbiger, okay, gut zu wissen. Es ist farbig. Weil du hast, glaube ich, die Ding an dir anzeigen lassen, deine Alliierten. Das kann sein, ja. Na gut, das wissen wir das ja. Na gut, da mir schon wieder auf den Sack geht, ich soll da was ändern. Na, machen wir das nochmal. Industrie... Theoretik, weil komm, dann holen wir uns Waffe Atomforschung, komm, Oppenheimer holen wir uns, den brauchen wir ja. Alles klar bei dir. Ich könnte mir sogar noch einen reinklatschen, aber ich warte erstmal. Ja, das sagt mir zwar immer noch, ich soll mir noch eins nehmen, aber leck mich am Arsch, ey. Also in Spanien werden sie so immer noch nicht fertig. Ja, das dauert, ne? Hey, wir haben schon 20%. Ja, ich kann's schon machen, Kriegspropaganda, bam. Danke, Deutschland. Ja, das ist gut für mich. Damit dann der große Riese aufstehen kann. Feldlazarett, was haben wir da noch? Logistik und die die Anmeldekompanie. Und nochmal Feldlazarett, das denke ich nochmal gut mit dir. Die Polizei braucht keine Sau. Ich meine, das gesagt, amphibische Angriffe? Ja. Hast du da nicht mal was gesagt? Ja, da stelle ich mal gleich mal den Typen da ein. Ja, wegen Ding, wegen, dass du da drüber hopsen kannst, ne, über den Kanal. Amphibische Invasionsgeschwindigkeit habe ich schon mal gefunden. Okay, also hast du da einen Offizier oder was, der das kann oder verbessert? Luis Mountain oder wie der heißt, Invasionsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Cool. Mal sehen, was das da so genau bedeutet. Aber ich gucke leider schon wieder auf die Uhr und ich muss sagen, diese wunderschöne Runde ist mal wieder zu Ende. Nein! Ah. Nein. Ja, ich würde auch gerne wieder weiterzocken. Okay, ja, wir würden auch gerne Folgen machen, die, was ich, 2 Stunden länger oder so haben, aber dann... Ja, das schaut keiner. Dann, ah, schaut es, ja. Doch, sie schauen's, dann schlafen sie. Es wäre schön, wir würden gerne so lange Folgen machen, aber euch würden sie nur auf den Sack gehen und uns auch wegen am Hochladen. Mm. Deshalb machen wir jetzt wieder ein Prison Break, haha. Einen kleinen Prison Break rein, ja, wie Max sagt. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Also, wir sagen auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Hearts of Iron. Tschüssi! Tschüss.